Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Folge hatten wir, glaube ich, das Kinderzimmer eingerichtet. Das hat echt Spaß gemacht. Mal schauen, was jetzt auf uns wartet. Einen Auftrag hatten wir ja noch. Ich glaube, wir sollten da irgendwas mit irgendeiner Farbe streichen. Aber damit kennen wir uns ja jetzt auch schon aus. Sollte also kein Problem darstellen. Ab in unsere Zentrale. So, was haben wir? Oh, wir haben neue Aufträge. Anbauwand. Jemand muss die Wände abreißen. Ey, ich bin Grobmotoriker. Das kriege ich hin. Wie heißt du? Johann Pissel. Alter. Du bist genug bestraft. Ich nehme ich zum Schluss. Ich nehme jetzt erstmal das hier. Das war. Der wartet schon eine Weile länger. Bonjour. Ich würde gerne dem noch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Deshalb schreibt er mich an. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amaran. Rot, Amarantrot, ja. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich fast vergessen. Könnten Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Merci im Voraus, Amanda Johnson. Also, wie viele Wände soll ich Amarantrot streichen? Ein Teil der Wände. Okay, machen wir. Wir sind doch Profi. Und das sieht schick aus. Klopf, klopf. Autsch. So, was sind unsere Aufgaben? Aufgaben, Schlafzimmer. Dann machen wir erstmal die beiden Steckdosen. Das Schlafzimmer ist bestimmt nicht hier. Hier. So. So, kleines Schlafzimmer. Das Steckdose Nummer 1. Komme ich nah ran? Hä? Ist das überhaupt Schlafzimmer? Ist das ein Kinderzimmer? Ah, hier ist auch eine Tür. Sehr schön. Ah. Hier sind wir richtig. So, Steckdose. Eine. Oha. Okay. Ein altes Teil. Neu rein. So, das war Nummer 1. Hier ist Nummer 2.
Das haben wir erledigt. So, Aufgaben, Wohnzimmer, Küchennische. Streiche mit den Farben Amaranth und Grau. Okay. Gut. Machen wir mal zu hier. Müssen wir erstmal einkaufen, ne? Wir müssen ja erstmal einkaufen. Shop. Wände. Farben. Bevor ich hier mich tot suche. So, ich würde mal sagen, kaufe meinen großen Eimer. So, mit dem fangen wir an. Dann brauche ich mein Quast oder meinen Roller. So, wie machen wir das? Ich würde sagen, hier machen wir diese schöne Amaranthfarbe. Sticht schön ins Auge, ja. Okay, leer. Nachladen. Das war das. Ich würde sagen, die Seite mache ich auch noch so. Und dann arbeite ich mit Grau. Ja. Perfekt. Schön aus. Da nicht vergessen. Oh, war klar. Halt.
fertig. Halt. Schön. Dann machen wir den Rest mit Grau. Aufgaben. Verhandlung. Machen wir hier auch gleich. Monteur, Verputzer, Fliesenleger. Gibt es so eine schnellere Montage? Machen wir das. Und das. So. Grundlagenmalerei. Du verschwendest keine Farben. Streichen von Wänden. Ich streiche zwei Wände zeitgleich. Jawohl. Und der ist es gut. Da bin ich ja gleich mal gespannt. So, Aufgaben. Ach, die sind doch hier, Mensch. Streiche. Genau, jetzt kommt Grau. Ups. Schupp. Ganz normales Grau. Stahlgrau. Da. Auch ein großer Neimer. Den stellen wir mal hier auf den Tisch. Passt. Ja. So. Wie kann ich jetzt zwei Wände gleichzeitig machen? Ah, ich brauche noch einmal rübergehen wahrscheinlich. Okay. Ich verstehe.
Verstehe ich doch nicht. Stand doch, ich kann zwei. Mal weg hier. Weg. Würde ich sagen. Streiche zwei Wände gleichzeitig. Was meinen die damit? Keine Ahnung. Aha. Wie hab ich denn das gemacht? Ich verstehe. Okay. Du musst den gedrückt halten und dann schnell rüberziehen. Dann geht das. Dieser blöde Eimer steht doch hier voll im Weg. Das geht schon ein bisschen schneller, stimmt schon. Yeah. Knapp 1200 haben wir dafür bekommen. Das lohnt sich doch. Ja, 100%, 2 von 2. Wir sind wohl fertig. Halt. Ja, das war mal wieder ein sehr anspruchsvoller Auftrag, ja. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns den Abriss unseren Fokus bei dem Abriss auf dem Abriss setzen. Da ist schon wieder ein neuer Auftrag. Anbauwand, Wand abreißen, ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Oh Gott. Ja, das machen wir denn
In der nächsten Folge, wenn ihr wieder Bock habt, schaltet ein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wisst ja, Daumen nach oben, würde ich mich verdammt freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.